Nichts ist gut in Afghanistan. Das sagte die damalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann. Es ist einfach zu wenig, den Frieden mit Waffen herstellen zu wollen. Es braucht was anderes. Es braucht mehr Fantasie, es braucht mehr politische Alternativen und es braucht mehr Glaube, um den Frieden in der Welt herzustellen. Das klingt einleuchtend, es klingt motivierend, aber was kam? Es kam ein Sturm der Entrüstung über Deutschland. Kirche, hieß es, Kirche, halte du dich raus aus der Politik. Frau Käßmann, wie kann man so naiv sein und glauben, mit weiblichen Charme könnte man die Taliban bezirzen? Oder ihr Pazifismus ist unverantwortlich. So pöbelte man scheinheilig durch die Medien und genau so drückte man sich vor der Verantwortung. Der Krieg in Afghanistan, er ging weiter und er scheiterte im Sommer 2021 nach 20 Jahren sinnlosem Morden. Er scheiterte endgültig. Bußenbettag 2021. Wäre das die Zeit, um Buße zu tun? Wäre das hier die Kirche und hier am Beichtstuhl der Ort, um Abbitte zu leisten? Abbitte wofür? Etwa das Versagen der Medien. Statt kritisch über Afghanistan zu berichten, hatten viele Medien plötzlich ein ganz anderes Thema, einen ganz anderen Aufmacher, nämlich die Alkoholfahrt von Margot Käßmann. Ein gefundenes Fressen, um sie ins Abseits zu stellen und mundtot zu machen. Immerhin, Margot Käßmann übernahm Verantwortung für ihre Alkoholfahrt und sie tritt zurück. Wer aber hat Verantwortung übernommen für diese Art von medialer Hetze? Abbitte wofür? Für das Versagen des Westens? Den Terror, der mit 9/11 begann, den wollte man wegbomben, aber man machte ihn größer. Das brachte neuen Tod unschuldiger Menschen. Und damit haben wir die Teufel geschaffen, die den Terror verbreitet haben in dieser Welt. Und dann hat der Westen sich aus dem Staub gemacht, Sommer 2021. Und wer übernimmt dafür die Verantwortung? Versagt habe auch ich. Die Sicherheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt, sagte der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck. Das habe ich geglaubt. Das hat mir ein gutes Gewissen gegeben und ich habe nicht mehr nachgefragt, wie es wirklich aussieht in Afghanistan. Wo ist meine Verantwortung für die Zukunft? . 1532. Die Evangelischen begehen den ersten Buß- und Bettagsgottesdienst. Der Grund war, die Türken standen an der Grenze des Heiligen Römischen Reiches, deutsche Nation, und drohten, dieses Reich zu überrollen. Die Angst wuchs. Und so machte man einen Buß- und Bettagsgottesdienst. Mit welcher Frage? Dass Gott jetzt hilft mit aller Macht gegen die Türken? So dachten viele. Luther, eigentlich ein grässlicher Islamhasser, sagt ja noch was anderes. Die Türken an der Grenze,
Das ist das Strafgericht Gottes. Erinnert euch an eure eigenen Fehler. Erinnert euch an eure eigenen Sünden. Bekehrt euch. Das war der erste Buß- und Bettag in der Geschichte des Protestantismus. Denkt an eure eigenen Fehler. Der Buß- und Bettag wurde so zu einem sehr unbequemen Feiertag. So unbequem, dass er in den 90er Jahren abgeschafft wurde. Man verkaufte den Buß- und Bettag an Politik und Wirtschaft, um die Pflegekassen mit 30 Silberlingen zu füllen. Der Bußtag wanderte aus der Öffentlichkeit aus in die Rumpelkammer der Kirche. Manchmal wird er dort noch herausgeholt und nicht selten wird der Buß- und Bettag zum Halleluja-sanften Waschprogramm für unsere schmutzigen Geschäfte und kranken Gewissen, sozusagen Buße, Leid. Was aber wäre, wenn Gott, wie Luther vermutete, doch noch käme als ungebetener Überraschungsgast? Einer, der einfach nur mit uns reden möchte, wie mit einem Freund. Wolltet ihr wirklich die Sicherheit am Hindukusch verteidigen oder euren Einfluss? Ihr habt die Demokratie mit Waffen exportiert und wundert euch, dass scharf zurückgeschossen wird? Ihr bedauert eure Kolonialvergangenheit? Gebt unter viel Lärm mit ein paar Krokodilstränen ein paar Bilder zurück und baut kräftig an den Grenzzäunen, um euren Wohlstand zu sichern. Ihr seid getrieben von euren Ängsten. Deswegen hängt ihr am Gott des Wachstums und des steigenden Aktienindex. Beim nächsten Börsencrash zerfällt euer Leben. Ihr ewig Gestrigen, wann vertraut ihr endlich euren Kindern die Zukunft an? Sie haben ein Recht darauf und sie können das. Und wann begreift ihr eigentlich, dass gegen den globalen Klimatod keine Waffen und keine Impfungen helfen, sondern Umkehr? Und beten, ja, beten, lacht nicht. Wer betet, fängt an, anders zu denken, damit ihr an euren Widersprüchen nicht erstickt. Wann merkt ihr, dass ich lebe und ihr mit mir? Wann, lieber Gott, berührst du mein Herz dort, wo es weh tut, damit es heilen kann?